Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank von Indel, ein TB34AM, gebaut für LKWs und das Bett oder auch sonst irgendwo zum Einbauen. Ich habe hier einen Auszug, ich habe eine Innenbeleuchtung. Ich habe 34 Liter Nutzvolumen und wir haben eine Breite von 61 Breite und eine Höhe von 240 mm. Und die Tiefe mit dem Aggregat hinten dran ist 630 mm. Das Aggregat sitzt hier hinten. Wir brauchen also hier Luft. Wir schauen uns das von oben her an. Wir haben hinten den Thermostaten zum Regulieren und hier den Kompressor. Und das Gehäuse ist direkt, also der Tragewinkel direkt im Gehäuse integriert. Somit können wir zum Beispiel das Aggregat nicht extern setzen und mit einer längeren Leitung versehen. Montiert ist ein kleiner Dampf-Prosecco-Kompressor, der Mikro 1,4. Reicht absolut für dieses Volumen. Ein Radrohrverflüssiger mit Ventilator, 1224 Volt anschließbar. Mechanischer, einfacher Thermostat. Irgendwo unters Bett zum Einbauen. Platzsparend einbauen. Ich habe den Kühlschrank nicht im Lagersortiment. Ich muss den bestellen, ich muss den organisieren. Preislich liegt dieser Kühlschrank bei 595 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Oder Franken auch inklusive Mehrwertsteuer. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Guckt die beiden Videos oder macht mir ein Abo, dann zeige ich euch weiterhin solche Exoten von Kühlgeräten.